Läuft. Läuft. Zuerst guten Abend zusammen. St. Gallen ist mir im Herzen. Ich komme seit Jahr und Tag an Dolma und an Toffa. Ohne St. Gallen Bratwürst. Ich hätte nicht auf Kanarische Insel leben oder irgendwo. Ich gehe immer Olma, Offa. Für mich ist da oben Heimat. Und jetzt lasse ich ihn reden, ist der Chef. Nein, du kannst das Mikro vom Ball. Ja, gut, okay. Da kannst du mir immer reinschnurren. Das machst du ja nicht, oder? Nein, ich rede nie drin, nein. Also ich muss es schnell erzählen. Hör. Du gerne hören. Ich muss es schnell erzählen. Ich habe Nummern von einem Bekannten verwünscht vom Hausi. Und dann habe ich im Hausi angerufen. Und dann hat er gesagt, wer ist da? Dann habe ich gesagt, Benny Huckel, ehemaliger Fußballer. Und die erste Frage war, von wo hast du meine Nummern? Das ist normalerweise geheim ein bisschen. Nein, das kommt niemand an mich an. Nein, das geht nicht. Es wird heute nicht mehr. Ich bin älter geworden. Und ich wohne ein paar Arten. Nein, aber es gibt ganz Ausnahmen Leute, die mich dann verwünschen. Mein Sohn wird alles abchecken. Oder aus Vögelisierung. An mich kommt man, ich bin älter geworden. Und jetzt, wo ich wohne, eine Menge Arten. Nein, aber Benny Huckel, muss ich eins sagen, den Namen kenne ich natürlich. Ich bin 30 Jahre Sponsor für Xamax. Weiß er auch. Ich weiß, ich habe immer dort oben am Goal ist immer gestanden, Hans Leutnegger. Aber 30 Meter lang, hinten nach dem Goal. Ich habe mich dort angeschossen. Extra? Ja, natürlich, extra. Extra. Aber jetzt müssen wir schnell auf deine Sportkarriere zurückkommen. Bobfahren. Ich habe immer vom Bobfahren geredet, hast du mir am Telefon immer gesagt, Nationalturner bin ich auch gesehen. Mit uns, du bist stolzer aufs Nationalturner als aufs Bobfahren. Meine ich das noch? Ist ja so, ich habe mit 90 Jahren Turnfest gewonnen. Ich war eigentlich ein ganz Sonntag im 19. Jahr schon. Und die große Ehre, der fast 90-jährige Turmfest zu gewinnen. Als Baselkanten auch gewonnen. Ich war 19 Jahre im Turnen. Führerlauf bei der Ehrendame. Mit Scheuch ein Küsschen geben. Das war unheimlich. Nein. Nein, Bobfahrer war eine andere Situation. Aber der grösste Erfolg war für mich, im Turmfest dürfen die Ehrendamen laufen und den Kranz zu bekommen. Und er hat gesagt, du bist der Schönste und bist der Beste. Ich weiß nicht, ob das gelesen habt, vor irgendwie 10 Tagen war in der Sonntagszeitung ein großer Bericht vom Hause. Und da ist drin gestanden, Athlet aus Gottes Gnaden. Hast du dir den Titel selber gegeben? Ja, nein, die haben es erfunden. Ah, das hat ja auch. Ich auch gut ausgesehen. Ja, natürlich. Normal und ich auch können. Ich habe zwei Sachen können im Leben. Nur zwei. Rechnen und Sport. Und nachher habe ich gelernt, ein bisschen wichtig tun. Das ist enorm wichtig. Also sind schon drei Sachen? Ja, nein, die dritte Sache ist später gekommen. Ah, das ist später gekommen. Später gekommen. Ja, aber das nimmt mir jetzt gleich schon. Ich weiß, es ist schon lange bei dir her, aber du bist, hast gesagt, du bist dann, hast Sport gemacht, du bist Unternehmer geworden und mit 30 bist du Millionär gewesen. Erst mit 30? Ja, müssen werden. Nein, ich bin natürlich... In jungen Jahren, ich war 20, ich war Turmfestsieger und die Generaldirektion von Dima Sulz hat mich in der Schule in Genf wohnen. Ich habe mich auf Genf geschickt, um Französisch zu lernen. Und dann habe ich das Leben entdeckt, bin immer retourgegangen bis Ausland, bin ein Jahr auf Holland, bin ein halbes Jahr auf Jamaika. Der Sport hat mich retourgezogen. Im Sport bin ich retourgekommen und dann habe ich angefangen zu trainieren und habe Turmfest gewonnen und habe eine Firma gegründet. Aber ich bin in eine Situation geboren. Du bist ohne Kinder ohne, der Bernhard. Er hat eine unheimliche Weltkarriere gemacht. Er hat schwierige Zeit als ich. Bei uns war es einfacher als bei mir. Wegen? Erstens sind die Leute viel ehrlicher. Es war so. Zweitens hat es nicht so viel Gescheide gegeben. Du bist natürlich als Gescheiter, bist ein bisschen oben geschwommen. Nein, ich bin ins Ausland gegangen und habe im Ausland viel gelernt. Die Ant früher war es so, du hast heim geblieben, hast bei Kiro, der Frau auf dem Dorf, hast Kinder bekommen und bist da geblieben. Aber ich wollte es nicht. Wollen. Ich wollte etwas erleben. Und dann bist du eben in Holland und dann hast du die Idee von dieser Firma. Ich bin in Holland und habe das System in Holland gesehen. Ich bin für die holländischen Konzerne auf Jamaika, Roger Rios, Montego Bay und bin zurückgekommen und habe das System aufgebaut in Genf und Neuenburg. Und habe gemacht, wumm. Zack. Zack.
Ich war der Erste, kein Problem. Es war einfach. Und alle meine Sportfreunde, alle meine Turnfreunde von früher, meine Jugendfreunde, sind zu mir in die Firma gekommen. Sie waren Arbeiter, sind Personalchef geworden, sind Direktor geworden. Meine Jugendfreunde haben die Firma geführt. Es war einfach in den 80er Jahren. Es hat noch nicht ein Computersystem und Zeug und Sachen gegeben. Es war einfach, wir haben eine alte Brand gemacht. Aber alle meine Jugendfreunde haben die Firma geführt und ich habe die ganze Schweiz vergrößert und auch im Ausland. Es war einfach und die Kunden haben da gezahlt. Da haben wir kein Problem, kein Geld, ist alles gekommen. Nein, ich habe meine Freunde, Jugendfreunde haben die Firma geführt. Alleine hast du keinen Erfolg. Ich hatte nur Erfolg, weil ich nicht die Frau um mich herum hatte. Das war auch wichtig. Die Frau enorm wichtig und nicht die Freunde. Hast du denn nie mit diesen Jugendfreunden, weißt, manchmal haben wir das Gefühl, okay, wir sind gute Freunde, das geht, aber hast du nie mal verstritten oder mal ein Problem gehabt mit denen oder ist es noch gegangen? Es hat es nicht gegeben. Hast du nicht gegeben? Nein, ich habe lieber, wenn einer hat angefangen gestritten und gesagt, das muss ich haben. Ich habe lieber gezahlt, als gestritten mit einem. Das so, muss man können. Das nein, muss man ich habe gesagt, das muss ich haben. Fertig, Termin. Ich bin nie streitsüchtig gewesen. Ich habe keinen Erfolg gebraucht. Ja. Nein, streiten kostet Geld, verlierst Nerven. Ich habe gesagt, man muss ja, wir haben ihn fertig. Nein, ich habe es schön gehabt. Ich habe immer nette, feine Leute um mich herum und eine lustige. Das ist gut. Ich will noch auf das Thema kommen, Neid. Du hast ja einmal gesagt, in einem Interview, die Leute sind ein bisschen neidisch auf dich, weil sie das Gefühl haben, die Leute waren neidisch auf dich, weißt du, Neid. Das ist normal. Oder, wie bist du mit dem Umgang? Hast du ja gezahlt? Hast du gesagt, wie viel ich lese es ja immer wieder zwischen denen. Ich höre es immer wieder. Meine Firma wird 60 Jahre alt nächstes Jahr. Ist normal, ich war Turmfestsieger, bin Ausland gegangen, bin Retter gekommen, eine Firma gegründet, gesagt, der macht nicht lang. Ein Arbeitersohn. Ich habe keine Firma haben. Wir sind acht Kinder früher noch. Da hat man nicht geduldet, dass ein Arbeiter so eine Firma aufbaut. Das geht nicht lang. Man muss schauen, da kommt der Klapper, Zeug und Sachen. Und dann im 90er ist die Bilanz gekommen, habe ich plötzlich den reichsten Schweizer gehört und du warst ruhig im Haus. Haben wir Ruhe gehabt. Hat es auch noch nicht so viele Reiche gegeben? Ja, es hat schon Reiche gegeben, aber ich habe ja gezeigt, dass ich reich bin. Du musst es zeigen. Ja. Nein, das ist nichts. Wenn du das Geld im Sack hast. Also, du hast die Redaktion von der Bilanz angerufen, hast gesagt, ich wäre übrigens langsam auch bei den 300. Nein, das geht nicht so. Niederhand war es so, im 90er habe ich auch die grosse Firmenfeier gemacht. 25 Jahre Leute mit. Zwei Schiffe, zweimal 500 Leute in Luzern losgelassen. Der 13. Kommando für Unterhaltung. Eine Woche später mal zweimal 500 im Genfersee. Das hat Geld gekostet. Hat sie angefangen zu studieren. Wie kann sich das leisten, oder? Ich habe gesagt, verdient. Nein, ich habe es auch verdient. Es ist aber einfach. Also Gratulation. Nein, ich habe geschafft, Tag und Nacht. Sport treiben, Tag und Nacht. Und der Name, und ich habe gefilmt zwischen ihnen. Dann haben wir nicht geschlafen, weltweit. Und das ist wichtig für meine Kunden. Ja, das war das nächste Thema. Du hast in 38 Filmen gespielt, habe ich recherchiert. Stimmt ich habe einen Haufen Filme gedreht, kleine Rollen. Aber die Filme wie Kommando Leopard, könnt ihr alle schauen. Im Internet nachschauen. Kinski, Leute nicht, glaube ich, Collins. Ich kann es können. Filme! Nein! Ich hätte nicht sollen eine Firma gründen. Du hast am Anfang gesagt, du untertreibst maßlos. Du hast gesagt, du kannst zwei Sachen rechnen, Sport. Jetzt haben wir schon wieder etwas gefunden, was du kannst. Schauspieler wäre mein Job gewesen. Ich kann es können. Ich hatte die besten Lehrmeister gehabt. Lewis Collins, Lars Kinski, Lee Van Cleef, alle Bösen um mich herumgehockt. Nein, man kommt ja zum Film zufällig. Heute geht das alles nicht mehr. Heute muss ich 10 Aufnahmen machen, bis einen zum Film nennt. Aber sie haben einen Beruf für Kommando Leopard, einen Verrückten, für eine kleine Rolle. Da ist eine große Rolle geworden, ich kann es können. Und ich bin dabei gesehen. Schau, Kommando Leopard ist ein Weltfilm geworden, Nummer 2 von der Welt. Ich habe top die Rolle, ich kann es können. Ich habe schnell gelernt. Bist du denn einmal an den Oscar-Verleihungen gewesen? Ich war einmal in Cannes. Zweimal in Cannes. Ich habe nichts bekommen. Aber ich vergleiche es, aber ich habe es miterlebt. Ja, aber immerhin bist du mal da gewesen. Ja. Ich bin zweimal da gewesen. Immerhin. Zweimal da? Zweimal. Ja, zweimal. Und aber eingeladen worden. Nein, ich habe viel von der Leben in der Filmerei. Nur allen will ich sagen, Filme
ist ein harter Job. Der Film ist erst dann schön, wenn er im Kino kommt. Weil du hast nichts befehlen wie Filme. Es hat nur einen, das Kommando, der Regie führt. Und du musst machen, was er will. Philippinen-Commander bei 40 Grad hat er mich oder Louis Collins, den superstarksten Engländer, überhört ihn, ich glaube, die Maschinengewehr. Ich habe ja verreden, ich war sportlich weg. Der Louis Collins, von den Profis her, der ist fast umgekehrt. Ein Weltstar ist fast umgekehrt, er hat geplagt bis ins Blut. Es hat im Film hat nur eines befehlen, der Regie führt. Ich bin bei dir. Ja. Du führst Regie, du willst auch bei mir. Ja. Er hat mich aufgeholt. Er hat mir schon angelegt und geschrieben, hat er mir auch schon, aber ich bin gern gekommen. Nein. Er hat deinem Sohn angelegt und hat gesagt, dass ich zu Genf, da habe ich mal einen Schweißausbruch gehabt. Ja, wenn ich mir sage, ich komme, dann komme ich. Ja, aber ja, das habe ich auch gedacht. Aber Dritte hat alles Kommando unter mich gesagt, ist unten, wo ich ritten will, ist da, ist ja Luft, zeigt es mir. Sie hat gesagt, ich bin hochgefahren, ich schaue, ob ich gut in die Kirche komme. Ich darf etwas trinken heute. Ist der Name wichtig? Das ist eine Ansage. Eine Ansage. Was ist denn da Wasser? Ja. Ja, langweilig. Langweilig, hä? Haben wir noch ein bisschen Wissen? Nein. Gut. Was haben wir noch für Themen? Eben von der Film. Doch, ja noch viel. Schau mal, was ich da noch alles aufgeschrieben habe. Also, was mich noch wundern nimmt, ist Golf. Ich habe gehört, du hast einen Dampfhammer. Dampfhammer Solo? Nein. Ich habe angefangen zu golfen, als ich nie mehr Golf gespielt habe. Vor 40 Jahren war ich mit Erich zusammen. Du bist immer ein bisschen Trendsetter gewesen, du bist immer ein bisschen zuerst gewesen. Ja, wir haben müssen. Wir haben, ich bin gezwungen worden. Ich hatte Geld gehabt. Die Leute haben mich wieder gesehen, wie filmstark sind. Nein, ich musste. Aber eines darf ich sagen, das Golfen, ich habe lange gehabt, bis ich konnte. Als mich die Kollegen überholt haben, habe ich gesagt, das geht nicht so weiter. Ich habe mir eine grosse Villa gekauft, Kanarische Insel, in Maspalomas, am Golfplatz rein. Und dann konnte ich es plötzlich. Ich war also jahrelang jetzt einstellig. Und jetzt geht es Opsi. Jetzt geht es Handy, ich spiele es nicht mehr. Aber ich bin immer ein guter Golfer. Und ich habe gerne ein bisschen gezockt mit dem Golfen. Ah. Und Geld. Da lernt man am besten Golfen. Du musst aufpassen, Patte. Ja, aber wenn es ein bisschen weh tut, im Boden hinten rechts. Nein, weh hat es mir nie getan. Aber mit denen du gespielt hast, oder? Ja, aber die jetzt, ich habe mich hinter uns jetzt geprallt, mit dem Haus in 400 Stutz abgenommen. Es ist ganz bleib, ich wohne in Maspalomas seit 44 Jahren, Kanarische Insel. Ich habe Häuser gekauft, wie andere Schuhe gekauft, dann bin ich froh heute. Ich bin sehr froh. Und ich banke alle auf die Börse. Nein, und ich habe immer Golf gespielt. Ja, das habe ich auch noch wegen dem Geld anlegen. Das habe ich auch noch gelesen in dem Artikel, dass du... Es hat ja keine Banker drin. Ihr habt alle die Kommentare gehört, über Credit Suisse, wo ich verloren habe, die Kommentare gehört. Ich habe wieder gerade am Sonntag, haben sie wieder vier Seiten gebracht, wenn ich am Sonntag war, habe ich gesagt, die Geld anlegen nur dann, wenn sie es verstehen. Ihr müsst das Geld zum Anlegen selber überwachen. Banker meinen es gut. Ich soll euch ein Beispiel erzählen. Ich gehe am Golfplatz einen Kollegen auf, einen feinen Foto Kerl, Bankmann, Bankdirektor in Genf. Hau sie, mache ein Konto auf. Todsichere Sache. Todsicher. Was heißt todsicher? Kauf 10 Titel, immer 50.000, 500.000. Nach anderthalb Jahren hat er die Titel gesagt, es sind so 80.000 Franken wert. Hat der Denker gesagt zu mir, wir haben Pech gehabt. Ja, so kann man es immer entschuldigen. Die Börse darfst du nur dann machen, wenn du es selber tust, verfolgen. Aber ich will nicht negativ reden. Ich sage es einfach, was ich denke. Hausi, das ist grossartig. Jetzt haben wir noch ein bisschen... ich habe gedacht, du kommst heute mit deinem Sohn. Der Sohn ist in Genf, der ist viel in Frankreich. Der Sohn hat heute Morgen schon ein Gabriel mit mir. Er hat mir heute Morgen... Ich habe ein Auto vor dem Haus, eins ist da gelaufen. Aber der Junior ist schon um 7 Uhr vor dem Haus gestanden und hat mir das arrangiert. Aha. Der Sohn ist ein ganz... Mit welchem Auto bist du denn heute gekommen? Ich darf es nicht sagen, sonst fängt er noch an zu spielen. Ich habe den Bentley heute bei mir. Ah, das ist der Bentley noch? Ja, der Bentley bin ich heute. Ferrari aber, ist nicht angesprochen? Nicht Ferrari. Bentley hat mir der Sohn gekauft, der Geburtstag vor 4 Jahren. Darum fahre ich wieder mal rum.
Ich habe nie ein Auto auf einmal gehabt. Ich habe mehr Freude an dem Velo. An dem Velo? Ich fahre Velo. Rennvelo oder Mountainbike? Ja, Mountainbike für die alten Leute. Also Rennvelo? Rennvelo. Ohne Motorli? Ja, nie. Fange ich höre ich auf Velo fahren. Ja, weißt du, dann kommst du besser zum Maspalono als den Vulkan drauf. Jeder Hocker kennt mich. Und sobald ich einfahre mit den Kollegen, es ist wahre Tatsache. Ich habe drei, vier, fünf bei mir, den linken Tee, ich habe Cuba Libre. Ich habe gesagt, im Alter bleibe ich, ich fahre schon über 40 Jahre Velo, Cuba Libre. Also schon während der Fahrt? Velo fahren. Es ist ein Bidon? Nein, im Restaurant. Aha, im Restaurant. Kennen mich doch alle. Aha, ich dachte, nein, du hast ein Bidon, Cuba Libre. Nein, ja, hör auf. Also, das ist für die alten Leute. Also, ich fahre ein Restaurant an. Der Wirt, du weißt schon, der Böse kommt anzufahren, der Verrückte von der Schweiz, Cuba Libre Part. Und ein Glas hat es drin, ein Eis. Nur ein Eiswürfel. Wir wissen alle. Ich bin vergewöhnt. Das merkt man aber nicht. Aber wir haben nicht mit den Leuten. Ja, eben, das merkt man nicht. Hausi, du hast so viel Stärke. Was haben wir jetzt alles gehabt? Sport, Rechnen, Schauspieler, Unternehmer. Was fehlt noch? Was haben wir noch vergessen? Also, wenn ich jetzt etwas sagen würde, ich kann nicht jassen. Was? Ja. Aber du hast eben geschafft, du hast nicht, ich kann eben gut jassen. Also, das ist für mich jetzt auch eine Niederlage. Und zwar war es so, wir waren 8 Kinder daheim, 5 Buben, 3 Mädchen. Jeden Sonntag nach der Kirche morgens. Hast du immer in die Kirche müssen? Alle Kirchen. Ich bin Katholik, auch heute in die Kirche, immer Kirche. Ich bin katholischer Sohn geworden. Hat der Vater nach dem Sonntagstisch, nach dem Essen, müssen die Ältesten für ihren Tisch hocken zum Jassen. Es ist keine halbe Stunde gegangen, hat es krachen, der Kuchen auf den Tisch rein. Mutter hat sich versteckt in der Wäschküche und ich bin im Haus aus. Und ich gesagt, das Theater fange nicht an. Und immer hat es gekriegt und geklopft beim Jassen. Ich habe nie gegessen, nein. Und ich hätte nicht dazu gehabt, glaube ich. Ich habe nicht große Hände für das Jassen. Wobei, du kannst die Karte ja gut heben, das wäre schon nicht. Nein. Ich habe nie gegessen, das ist eine Beleidigung für gewisse Leute. Ich muss mich immer auslachen lassen. Wirklich? Ja, es gab auch Leute heute. Ich würde gerne nach hier und Tisch, aber es ist ein Sport. Könntest du noch lehren? Nein, lehre nicht mehr. Ich habe ausgelernt. Hast du ausgelernt? Ich habe ausgelernt. Ich bin froh, dass ich heute mit der Untersee. Ich bin sehr stolz, dass ich oben sein heute. Nein, danke. Es ist mega nett, dass du auch zu uns gekommen bist, eben, dass du auch so spontan zugesagt hast. Du hast gesagt, du musst überall Selfies machen in der Schweiz. Wie viele Selfies hast du jetzt heute schon machen müssen? Ich habe ja alle gesehen. Heute Abend läuft wieder einer im Sitz im Fernsehen. 1 gegen 100, wo ich vor 8 Jahren trainiert habe. Die werden mit mir alles wiederholen. Weil sobald das Haus im Fernsehen kommt, hockt alles vor dem Fernsehen. Das ist ja so. Also Sonntagszeit, ich lese auch wieder 4 Seiten. Nein, die Leute haben eine riesige Freude im Hause, weil er immer noch da ist. Absolut. Ja, ich bin noch da. Nein, weil er sympathisch ist. Ja, ich bin noch da. Drum, in der Unten. Der Werner. Dritter, jetzt muss ich aber nochmal aufschlagen. Ja, und der Werner sowieso, der Schuh aus der Wunde hat Respekt. Er hat das Triathlon gemacht, das ist ja wahnsinnig. Ich bin auch Velofahrer. Das ist nur eine Disziplin vom Triathlon. Ne? Also, du kannst ja Cuba Libre, wenn nein, du das machst. Nein, also, im Leben muss man immer so sein. Man muss machen, jeder Mensch kann etwas. Kunst, ich habe ja viele Vorträge. Ich sage immer, wichtig ist, herauszufinden, was man kann. Viele Leute, die mir in der Schule sind, die gescheit sind, haben es nie gebraucht. Das Falsche gemacht haben. Das Falsche. Und jetzt, bevor ich gegangen bald wieder, möchte ich allen noch ein Rohr mitgeben auf den Weg. Für die Männer hauptsächlich. Ich will niemanden belehren da drinnen. Aber gesehen, ich bin schlank und rank. Männer, nicht dran denken. Am Morgen zum Bett auskumpen, nicht in die Hose rein. Und trocken einklemmen. Auf den Rücken liegen, bei links, bei rechts. Bei links, bei Anzüchen und sich umkehren. Ich mache einmal 40 bis 50 Liegestütze. Fange mit 5 an, lange Daumen anfangen. Muss man anfangen. Das Durchblick. Und dann könnt ihr einen Spiegel nehmen. Schau rein, sehe ich wieder gut aus. Das heißt. Nein. Und
Und eine Frau Meier gesehen vor dem Haus, verstubbelt umlaufen. Frau Meier, Sie sehen da gut, ich hätte da gerade geredet. Voilà. Danke vielmals, Hausi. Sie ist wunderbar gewesen. Danke und vielmals. Eines darf ich sagen: Ich komme alle Jahr auf St. Gallen Dolmen. Ohne St. Gallen Bratwurst gibt es bei mir nicht. Und Frühlingsmesse komme ich auch gerade. Ich komme zweimal auf St. Gallen, ich habe einen Wohnsitz in Wilhune. Ich habe überall Häuser gekauft. Die anderen haben Schuhe gekauft, ich habe Häuser gekauft. Voilà. Ich bin froh. Tschüss, gleich bleiben. Also bedanke mich, Benni. Hey, oh, danke vielmals, Hausi. Allen schönen Gruß da, daheim auch. Ich bin sehr stolz, dass ich heute unter euch sein darf. Merci vielmals, danke.